Herzlich willkommen zum Perform Better Podcast. Mein Name ist Rufen Bürgel, ich bin dein Host und bei mir zu Gast heute Teil 2, Hanjo Fritzsche. Grüße nach München. Hallo Hanjo. Moin Rufen, freue mich dabei zu sein. Wer den ersten Teil verpasst hat, dort bekommt ihr die volle Intro zu Hanjo und ihr werdet eine Einführung bekommen in das Thema Paleo. Wir haben ein wenig über Urvölker gesprochen, das Konzept erklärt, ein bisschen abgewichen von dem ganzen Thema und wir fokussieren uns jetzt im Teil 2 auf das Thema Regeneration später. Allerdings fange ich mal an mit dem Thema Getreide. Warum eigentlich kein Getreide? Ist so eine Sache, die wir oft in der Paleo-Ernährung hören. Das ist auch eine Frage, die du wahrscheinlich sehr häufig hörst. Ich vermeide auch Getreide und werde es oft gefragt. Deshalb gehe ich davon aus, das ist nur eine Vermutung. Die funktionelle Medizin, ich klaue hier eine Veranschauung von Dr. Chris Kresser, der uns auch einen sehr interessanten Podcast hat, der sagt, das Verdauungssystem ist an und für sich eigentlich ein geschlossenes System, was außerhalb vom Körper liegt. Warum außerhalb? Weil wir haben eine Öffnung, nämlich das ist der Mund und dann gibt es am anderen Ende auch nochmal eine Öffnung. Und alles, was dazwischen ist, ist eigentlich geschlossen und somit nicht im Körper. Und nur das, was jetzt die Magenwand durchlässt oder durch die Magenwand durchdringt, ist im Körper. Und ich weiche kurz ab, in der Natur, die Pflanzen kämpfen so wie wir Menschen oder die Tiere, fressen und gefressen werden, eigentlich einen Überlebenskampf. Und es gibt Phytonutrients, die Pflanzen schützen vor gewissen Keimen, vor Geziefern, vor Insekten. Und beim Getreide ist das so, das kann im Magen dazu führen, dass man ein Mikrotrauma hat. Und durch dieses Mikrotrauma können gewisse Dinge in den Körper eindringen, die der Körper nicht als wirkliche, wie soll man sagen, Hanjo, am besten übernimmst du mal her, als die Stoffe erkennt, die es sein sollten, wenn sie dann wirklich weiter im Trakt verdaut wurden, nicht wahr? Mhm. Ja, es sind dann einfach eben körperfremde Stoffe und körperfremde Stoffe werden vom Immunsystem erkannt und eben als Eindringling eingestuft und genau, das ist das große Problem. Ne? Das große Stichwort hier ist Leaky Gut, der ein durchlässiger oder ein leckender Darm, also es leckt in den Darm hinein, das, was da nicht rein soll. Ja. Genau, es gibt eben verschiedene Stoffe, Faktoren, die dazu führen, dass unsere Darmbarriere eben immer wieder sozusagen offene Stellen bekommt. Und da sind eben Lektine oder Biotin aus dem Getreide oder aus dem Getreide, ne, vor allem auch Weizen, eben einer der Stoffe, der da besonders wirkt und auch Entzündungen fördern kann. Mhm. Aber das ist jetzt eben auch gewisse Medikamente, Antibiotika, Alkohol, auch Stress, kann alles das mitfördern. Aber ich meine, das meiste, was in unseren Körper kommt, was wir durch die Umwelt aufnehmen, ist eben das Essen. Und deswegen hat es eine besondere Rolle. Ja. Ja. Und was dann eben passiert, ist, dass, wie du schon gesagt hast, ne, dass dann Stoffe in unseren Körper eindringen können. Und zwar an Stellen, wo sie eigentlich nicht reinkommen sollten. Und unter anderem sind das dann Nahrungsmittelproteine, also Eiweiße aus verschiedenen Nahrungsmitteln, die eigentlich erst aufgespalten worden wären. Mhm. Also der Darm ist ja sehr, sehr lang und ab einem gewissen Punkt, wenn die Proteine in Aminosäuren aufgespaltet sind, dann sind sie für den Körper natürlich nicht schädlich, solange sie aber als komplettes Eiweiß in den Körper eindringen und als körperfremd eingestuft werden, reagiert der Körper natürlich darauf. Und jetzt kann sich wahrscheinlich schon der Zuhörer denken, oder können sich die Hörer schon denken, das hört sich so ein bisschen nach Allergien an. Ne? Wenn irgendwas in deinen Körper kommt und es passiert regelmäßig, dann entwickelt das natürlich das Immunsystem, hat eine Erinnerung und dann hast du eine Allergie. Und also jeder, der Allergien hat, und es muss jetzt nicht unbedingt nur aufs Lebensmittel bezogen sein, der muss sich auf jeden Fall mit diesem Thema Leaky Gut auch beschäftigen und schauen, ob es vielleicht da Möglichkeiten gibt, den Darm zu optimieren, eine Darmsanierung zu machen. Hm. Und und ein Schritt weiter kann es eben passieren, dass sich sogar Autoimmunerkrankungen ergeben. Und zum einen durch die Entzündungen,
die im Darm, an der Darmwand direkt stattfinden. Dadurch dann, man kennt, also ich habe in meinem Umkreis immer mehr Menschen, die ja, nicht, also Reizdarm ist sowas wie eine erste Stufe. Ja. Dann Colitis ulcerosa, auch eine entzündliche Darmerkrankung. Und dann der nächste Schritt ist dann Morbus Crohn. Ja, dass der sozusagen die Immunzellen tatsächlich den eigenen Körper angreifen. Und das kann nur passieren, wenn das ist praktisch eine ganz lange Entwicklung. Wie eigentlich bei vielen Krankheiten, auch bei Krebs. Ne? Krebs ist keine Krankheit, die plötzlich so passiert, sondern entwickelt sich meistens über ja, 10 Jahre oder mehr. Und genauso bei diesen Autoimmunerkrankungen muss das Immunsystem wirklich auch über Jahre hinweg natürlich immer wieder angestoßen werden, dass es dann wirklich so weit kommt, dass auch der eigene Körper angegriffen wird. Und ja, das kann passieren, wenn natürlich über lange Zeit so kleine Entzündungen passieren und das Immunsystem immer wieder hier in Kontakt kommt mit diesen Stoffen oder dann auch eben mit dem eigenen Körper. Das kann ein Riesenproblem sein. Du hast das Thema Stress erwähnt. Ein bisschen weiterführend wäre jetzt Magengeschwür noch eine Ursache. Ist Heliobacterium ist einfach nur ein Erreger, das ist ein Keim, den wir uns irgendwo wegholen können, nicht wahr? Bei verunreinigtem Wasser, oder hat das auch was mit damit zu tun, was du gerade eben sagtest? H. pylori, ziemlich weit verbreitet. Heliobacter pylori. Übrigens, ich hau mir einfach mal was anderes raus. Brokkolisprossen können dagegen helfen. Gab ganz geile Studien, dass Brokkolisprossen so effektiv sind wie Medikamente dagegen. Sehr schön. Also Brokkoli rettet die Welt. Es bleibt dabei. Darum hast du es auf deinem Rücken tätowiert. Genau. Ich hab was dazugelernt. Es gibt irgendwie so ein Buch, also ein Kinderbuch, das heißt Broccoli Boy Saves the World. It's all true. Ja. Sehr geil. aber ich muss noch kurz, genau, um noch kurz vielleicht auf dieses Thema Autoimmunerkrankungen zu kommen. Ich habe ja einmal gesagt, dass es mit der Entzündung vor Ort zu tun haben kann, an der Darmwand. Was aber noch viel interessanter ist, ich habe ja vorhin darüber gesprochen, dass Nahrungsmittel, Proteine, also Eiweiße, ganze Eiweiße, wenn die zu früh in das System kommen, ja, zum Blutkreislauf, und dann vom Immunsystem erkannt werden, dann ist natürlich eine Lebensmittelallergie erstmal das, was am logischsten ist. Aber was noch viel, was viel tragischer sein kann, dass sich dadurch auch Autoimmunerkrankungen mitentwickeln können. Und zwar gibt es gewisse Lebensmittel, bei denen ähnelt sozusagen von einem Protein aus diesem Lebensmittel, da ähnelt die Aminosäurenstruktur, ja, die Kombination von Aminosäuren, wie die gekettet sind, die ähnelt den Eiweißen in unserem Körper. Und jetzt ist das Problem, dass wenn das Immunsystem diesen Eindringling erkennt als dieses Protein und dann plötzlich diese Immunzellen dann im Körper rumschwirren und dann plötzlich sehen die dieses körpereigene Protein, was genauso aussieht oder fast so ähnlich, da unterscheiden die nicht und plötzlich fangen sie an, die körpereigenen Strukturen und Gewebe anzugreifen. Und interessanterweise, was eben jetzt wieder für die Steinzeiternährung spricht, interessanterweise sind es eben diese eher modernen Lebensmittel, die bisher gezeigt wurde, dass unser Immunsystem da so drauf reagieren kann. Ein Beispiel ist Milch. Butyrophilin, Milcheiweiß, und das ähnelt sehr am Protein unserer Myelinscheide. Also das, was unsere Nervenzellen, die Schicht unserer Nervenzellen schützt. Und was man sich jetzt denken kann, was passiert, wenn unsere Nervenzellen nicht geschützt werden, sondern dann kaputt gehen. Ja, dann haben wir auch Entzündung, und das ist, wenn wir also Entzündungsherde im Gehirn haben, das ist Multiple Sklerose. Es ist noch nicht hundertprozentig alles so bam, 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 bam bewiesen, aber bei MS muss man auf jeden Fall sofort alle Milchprodukte weglassen. Und ich kann jetzt nicht sagen, jeder sollte alle Milchprodukte weglassen, weil man vielleicht MS bekommen könnte. Ja. Aber wie man sieht, scheint es doch nicht so gut zu harmonieren. Und das Gleiche, und jetzt vielleicht eine persönliche Geschichte, Getreide hat ein Protein, das ähnelt dem Gewebe in unserer Knorpelgewebe. Meine Mutter hat zum Beispiel Rheuma,
im Knie, schon ganz fortgeschritten auch, und aber hatte diese Krankheit ging über längere Zeit. Und ich habe ihm immer gesagt, lass das Brot weg, das Getreide. Und immer wenn sie konstant Getreide weggelassen hat, waren ihre Knieschmerzen nicht so da. Und wenn sie dann mal wieder eine Ausnahme gemacht hat, dann hat sie direkt gemerkt, dass die Entzündung im Knie stärker wurde. Also wenn sie dann mal Brot gegessen hat, was weiß ich, irgendwo im Restaurant oder einkehren war, dann hat sie tagelang sozusagen mehr wie diese Schmerzen gehabt. Das heißt, der Entzündungsherd im Knie ist hochgegangen, weil die Immunzellen wieder aktiviert wurden durch die Aufnahme von Getreide. Und das war einfach, 1:1 konnte man das sehen, zeitlich. Wir haben uns das wissen die meisten Menschen nicht, und es war super interessant und relevant. Was natürlich bestimmt auch ein Faktor ist, sind Omega-6-Fettsäuren. Wir haben aber uns abgesprochen, dass wir nicht über Fette reden heute. Sonst Wenn wir über Getreide reden, muss man einfach noch sagen, Getreide hat ein katastrophales Verhältnis an Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren. 1:15 bis 1:19 so. Und, was entzündungsfördernd ist, muss man dazu genau, sagen. Genau. Entzündungsfördernde Omega-6-Fettsäuren, viel zu viel davon. Und es hat zwar an sich nicht viel Säuren, aber wenn wir die Menge uns anschauen, die wir essen, dann spielt es schon eine Rolle. Und es ist eigentlich eine Frage, warum man überhaupt Getreide isst. Es ist einfach billig und gibt einem Kalorien, aber es ist ein nährstoffarmes Lebensmittel, das uns kaum irgendwelche Vorteile gibt. Und jetzt muss man, finde ich, Getreide allgemein sagen, vor allem natürlich auch glutenhaltige Nahrungsmittel. Und zum Beispiel, wenn wir uns wieder Reis anschauen, der ist relativ, hat wenig Gefahren. Ja, wenn man sich jetzt weißen Reis anschaut, da ist jetzt nicht so viel, was uns schaden kann. Ne? Es ist natürlich Kohlenhydrate ohne viele Nährstoffe, aber hat jetzt nicht diese Gefahren wie andere Körner. Also wer seine Kohlenhydrate nicht aus Wurzeln und Knollen zu sich nehmen möchte, sagst du, ist Reis auf jeden Fall eine gesündere Alternative als Weizen zum Beispiel, ja? Genau, wenn sich zum Beispiel Sportler jetzt irgendwie, Sportler nach einem harten Training oder so Glykogenspeicher voll machen, da wäre da nichts gegen Reis auszusetzen. Und dann eben interessanterweise sind es ja die Pflanzen, wie du gesagt hast, die wollen sich schützen haben ja eine Schutzschicht, ja. Wollen sich schützen vor Keimen, vor Insekten. Und wenn diese Schicht weg ist, was dann da drinnen ist, das ist eigentlich nicht mehr von den Stoffen her nicht so gefährlich von uns. Ja, die machen dann nicht unseren Darm durchlässig. Aber was wir dann natürlich haben, ist ein raffiniertes Lebensmittel, was wieder in die Insulin-Thematik reingeht und einfach ein energiedichtes Lebensmittel ist, was halt Übergewicht fördert und auch nicht so gut ist, aber für Sportler oder sehr, sehr sportliche Menschen dann nicht unbedingt gefährlich ist. Wir sind jetzt gerade eben vom Getreide zur Milch gesprungen, wieder zurück zum Getreide. Nur nochmal, damit der Zuhörer das richtig versteht. Korrigiere mich, wenn ich es falsch verstanden habe. Also der Körper kann, wenn Eiweißstrukturen, die wir über unsere Ernährung zu uns nehmen, wenn die körpereigenen Eiweißstrukturen ähneln, und der Körper attackiert diese, weil diese Strukturen durch den Leaky Gut in unseren Körper eindringen, dann kann das Immunsystem eben diese ähnlichen körpereigenen Strukturen angreifen. Und bei der Milch war das so, das ähnelt etwas im Hirn, was unsere Myelinscheide, die Schutzschicht sozusagen, von den Nervenzellen, ja. Finde ich ein interessantes Argument, kannte ich noch nicht, weil ich mich auch oft gefragt werde, warum nimmst du keine Milch zu dir? Das kommt mit auf meine Liste. Danke, Hanjo. Ja, sehr gerne. Ne? Es gibt genug Argumente, aber das ist auch nochmal ein ganz krasses Argument auf jeden Fall, ja. Kommen wir mal auf das Thema Regeneration zu sprechen, weil wir hatten das Thema Stress bisher und der größte Gegenpol, glaube ich, zum Thema Stress ist Entspannung, Regenerieren. Wie esse ich denn am besten, um optimal zu regenerieren? Ja, das ist ein interessantes Thema und mittlerweile auch im Profisport angekommen. Also hier links hängt ja mein Magic Johnson Trikot und also auch in der Profiliga NBA gibt es mittlerweile Spieler, die mehr auf Paleo setzen. Ray Allen zum Beispiel, einer, der mit Ende 30 aussieht wie ein Mitte 20-Jähriger fast, möchte man sagen. Und auch ganze Teams, habe ich gelesen, bei eben jetzt hier Magic Johnson Lakers,
die anfangen, mehr sich Gedanken zu machen, sich von Bio-Supermarktketten catern zu lassen und auch mehr Richtung, auch die Kohlenhydrate sogar ein bisschen runter, also nicht jetzt Low Carb, aber Medium Carb. Und eben mit dem Hauptzweck Fettsäurenbalance, weniger Omega-6, mehr Omega-3-Fettsäuren, weniger Omega-6, dadurch weniger Entzündungen im Körper, dadurch mehr Regeneration. Das ist also, und natürlich optimale Nährstoffversorgung. Ne? Wenn es um, wir haben ja gesagt, Nährstoffdichte, was, also wenn es um Kaloriendichte geht, dann will man das nicht so hoch haben, ne? Dann isst man ja zu viel. Aber Nährstoffdichte im Sinne von Mikronährstoffdichte, ja, also viele Mineralstoff, Vitamine, das ist natürlich entscheidend und das ist natürlich bei einer Paleo-Ernährung komplett der Fall, weil so ein großer Prozentsatz eben auch an Gemüse dabei ist. Also viel Gemüse, gute Fette ist optimal für auch eine gute Regeneration. Ja. Du coachst ja nun schon lange Kunden und das ist, glaube ich, das A und O jetzt. Wir haben sehr viele Informationen heutzutage. Wir schreiben das Jahr 2018. Wir wissen eigentlich, was ist gesund, was ist nicht gesund. Nicht nur wir Coaches, auch der Endverbraucher, unsere Kunden wissen das eigentlich. Ich habe es am Ende vom Teil 1 gesagt. Wir wissen eigentlich alle, dass Brokkoli eine bessere Wahl ist als Pommes mit Currywurst. Trotzdem greifen die Leute lieber zu Pommes und Currywurst, weil es ihnen besser schmeckt. Wie kann ich jetzt dieses Wissen am besten umsetzen, erfolgreich umsetzen? Was sind da so deine Erfahrungen? Was kannst du den Leuten mit auf den Weg geben? Ja, wie Martin Rooney, der schon bei vielen Summits dabei war, Functional Fitness Summits und den ich sehr schätze, der sagt immer: It's not a knowledge problem, it's an action problem. Ja, sagt auch, ey, unsere Kunden wissen alle, ey, Brokkoli, Grünzeug gesund und Pommes nicht und ja. Also die entscheidende Sache ist, dass man, wie ich es schon vorher mal angesprochen habe, dass man sich nicht auf die Willenskraft verlässt, sondern dass man ganz klare Regeln hat. Und im Englischen würde man sagen, eine Do-or-Die-Decision. Ja? Und man muss sich ja nicht gleich für ein ganzes Jahr entscheiden, aber einen gewissen Zeitraum. Und da darf es keine Ausnahmen geben. Und was dann ganz einfach passiert, wenn man eine feste Regel sich gemacht hat, dann muss man nicht immer ständig überlegen, esse ich jetzt die Schokolade oder nicht? Bestelle ich jetzt die Pizza oder mache ich mir doch zu Hause das Gemüse? Sondern wenn ich feste Regeln habe, dann habe ich die Struktur und dann ist es so ähnlich, wie wenn zum Beispiel ich als Nichtraucher, wenn ich am Zigarettenautomaten vorbeigehe, dann sehe ich den gar nicht, dann ist es gar keine Option. Folglich muss ich, also auch, betrifft es nicht meine Willenskraft. Und wenn man wirklich eine ganz klare Entscheidung getroffen hat, dann ist das so ähnlich. Das heißt nicht, dass man nicht dann auch Lust auf das Eis hat, aber wenn man weiß, dass man sich essen darf, man hat es gar nicht zu Hause so, dann spielt es eben auch nicht so eine große Rolle. Und das kann man zum einen natürlich, ja, also entweder man hat natürlich einen Trainer, einen Coach oder jetzt umgekehrt die Trainer, die hier zuhören, die müssen ihre Leute festlegen. Ich habe zum Beispiel für meine Bootcamp-Teilnehmer, habe ich Verträge mal irgendwann ausgedruckt und da mussten die Leute einen Vertrag abschließen mit sich selber, haben ihre Unterschrift drunter gesetzt und haben es dann mir zurückgegeben. Das heißt, ich war dann sowas wie ihr Accountability-Partner. Wenn man jetzt keinen Trainer hat, das ist ja kein Problem, dann kann man sich einfach einen Freund suchen, mit dem man irgendwie das zusammen durchzieht. Das wäre natürlich am besten, wenn zwei zusammen durchziehen, aber auch einfach jemanden, mit dem man drüber reden kann und der einen dann nach einer Woche auch fragt, und wie hast du es durchgezogen? Wie war's? Dann kann man es ihn nicht anscheißen. Das Problem ist immer, dass wir uns selber so anscheißen können und schön Sachen vor uns wegschieben können. Und deshalb geht nichts an der klaren Regel und der festen Entscheidung vorbei. Schön gesagt, schön gesagt. Aber auch da, wie soll ich sagen? Wir sind alle Menschen, ne? Nicht wahr? Und der, ich habe einen Faden verloren gerade. Accountability, der Vertrag mit sich selbst, ja. Tim Ferriss hat so eine Webseite mal genannt, wo Leute, glaube ich, Geld wetten. Also die müssen finanziellen Einsatz bringen, beispielsweise. Also es muss eine Konsequenz haben. Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Wenn man also, ob man jetzt Geld setzt oder in einen Wetteinsatz bringt, oder, ich glaube, je größer diese
diese Sucht ist oder das Problem desjenigen, desto höher sollte der Einsatz sein dieser Person, weil nur dass der Coach jetzt mit mir schimpft, könnte mir theoretisch egal sein. Also vielleicht ist das nochmal ein kleiner Zusatz für die Leute. Wenn dir das nicht motiviert, dann ob es dir jetzt finanziell wehtut oder ob du was für einen guten Zweck tust und Müll auch sammeln gehst, Pfandflaschen sammelst, was auch immer und das Geld dann spendest, finde ich noch einen guten Zusatz für die Leute, wenn sie da was machen wollen. Je mehr Können da nicht. natürlich auch rufen, könnte natürlich auch ein toller Verdienst, eine tolle extra Verdienstmöglichkeit für den Gesundheitscoach sein. Nein, aber was du gesagt hast, super geil. Das macht es eben ja noch verbindlicher. Die Motivation ist noch größer. Mega. Nur ein kleiner Zusatz. Dann sind wir auch schon am Ende von Teil 2. Hanjo, vielen Dank. Da ist eine Menge an Sehr gerne. Wissen bei dir. Darum jetzt erstmal die Frage, wo können dich die Leute im Internet finden? Wo gibt es mehr von dir? Ja, ich habe einen Videoblog, www.health.tv. Da lade ich alle mal ein, vorbeizuschauen, sich ein Video anzuschauen und freue mich da natürlich über auch Kommentare, Likes und das Übliche. Und versuche da so ein bisschen das Thema Gesundheit, eben Ernährung, Fitness, aber eben auch noch weiterführen, Schlaf, worum wir jetzt nicht dazu gekommen sind, das alles reinzupacken, aber auch in einer lustigen Form, provokant und unterhaltsam. Und ja, freue mich, wenn ich da Zuhörer wieder treffen kann. Schaut es euch an, healthpunk.tv. Wir werden es in unseren Shownotes auch verlinken. Dann habe ich noch vier Rapid-Fire-Questions an dich, Hanjo, um dich als Person ein bisschen besser kennenzulernen. Wenn du nur noch eine einzige Übung für den Rest deines Lebens ausführen könntest, Fitnessübung, welche Übung wäre das? Wohl der Deadlift. Deadlift. Okay. Also, Tim Ferriss würde ja sagen Kettlebell Swing, aber ist ja ähnlich. Ja. Deadlift zum Ausrichten. Ja. Aufrichten meine ich. Ja. Ach, Cool. Rapid Fire, ich muss. Nein, nein, cool, alles gut. Ein Wort. Passt. Hast du ein Morgenritual? Wenn ja, welches? Ja, ich habe ein Morgenritual zu meiner Scheinberichtigkeit, dass ich es nicht immer durchführe. Aber ich mache Folgendes. Zuerst meditiere ich. Und dann ist ein bisschen cheesy, ja, aber dann mache ich mir meine fünf Core Values bewusst. Ich habe fünf States, die ich besonders für meinen Tag sozusagen als wichtig sehe, die wiederhole ich. Und ja, Mission, Mission, Purpose Gib uns mal mache ich ein, mir. bitte. Gib uns mal ein von den fünf. Ein Von den Beispiel. States ist Ja? zum Beispiel Beyond Fire, ja. Wie Martin Rooney, dass sie ja, leidenschaftlich sein. Ich kann sagen, ja, be loving, be happy, Ja. be on fire, be bold. Und der letzte ist be focused. Cool. Und es sind teilweise Sachen, die man gar nicht so ist, aber dadurch, dass man sie es immer wieder sagt, Wird man's. ist man sehr selbstreflektiert in seinem Leben und vergleicht das immer. Und das ist das, um was es eigentlich geht. Genau. Du hast schon. Und dann. Genau, wenn die Zeit noch ist, höre ich mir noch ein motivierendes Lied an. Ich bin ja auch Health Punk und Hardcore-Musik lässt einen dann gut in den Tag starten mit dem richtigen Ja, Gefühl. sehr schön. Du hast schon ein paar erfolgreiche Herrschaften genannt. Hast du unternehmerische Vorbilder? Gib uns zwei. Ich mag Gary Vaynerchuk, Gary V. Ja. Mag ich von seiner Einstellung sehr gerne. Ich meine, ich werde nie so ein Unternehmer wie er sein in dem Sinne, aber er ist ja auch Videoblogger und er lässt schon sehr cooles Zeug raus. Gary V. Sehr, Gary Vayner. sehr straightforward, der Mann. Ich kenne Gary Vee noch aus meiner Zeit in Kanada. Da hat er diesen Wein, wie hat er das denn genannt damals? The Wine Show oder sowas. Richtig, einer der ersten YouTuber war er auf jeden Fall. Ja, ganz oldschool, wenn man sich die alten Sachen anschaut. Ja, welches Event der Fitnessbranche sollte man nicht verpassen? Welches Event der Fitnessbranche? Also ich habe ja letztens meinen alten Laptop mal angeschaut, um alte Fotos zu suchen und alte Bootcamp-Fotos. Dann Ja. habe ich da ein Foto gefunden, 2012 mit meinen Trainerkollegen beim Functional Fitness Summit und aus Köln, aus Bonn, aus Mainz. Und das ist bis heute so geblieben, dass ich da immer wieder gerne hingehe. Das Functional Fitness Summit. Ist ja auch, ich kann da mit dem Fahrrad hinfahren, das ist mein großer Vorteil Du mit hast meinem mir Rennrad. Allerdings muss ich sagen, ne,
Ja. Letztes Jahr haben die Location gewechselt Ja, du hast dich und verfahren, ich da weiß. bin ich schön Richtung Tennisanlage in den Norden gefahren und musste dann irgendwie wieder 1,5 Stunden oder eine Stunde Richtung Grünwald raus zurückradeln. Das haben die natürlich in allen E-Mails geschrieben und Briefen und so weiter, aber ich habe mich angemeldet und habe dann mir nie wieder was angeschaut. Das ist Hat passiert. die Macht der Gewohnheit, aber Ja. cool, dass du mit dem Fahrrad unterwegs bist, aber es ist doch eine der schönsten Radstrecken, die man in einer Stadt haben kann. Entlang der Isar, runter nach Grünwald, bin ich auf dem Fahrrad in die andere Richtung gefahren. Aber du hast mich im Teil 1 korrigiert, dass man Paleo sagt, nicht Paleo. Ich muss dich korrigieren, es ist das Functional Training Summit, nicht Functional Ah, Fitness danke schön. Summit. Nicht, dass die Leute jetzt Functional Fitness Summit googeln und woanders rauskommen. Das will ich ja. Nein, Das wollen oh wir mein auch nicht. Gott. Also, komm zum Nein. Functional Training Summit und es wird wieder in Grünwald sein. Okay, Schon mal. das ist gut von dir zu hören. Dass du nicht in die falsche Richtung fährst. Alles klar. Hanjo, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke an die Zuhörer und Zuschauer. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wenn ihr mehr von Hanjo sehen wollt, healthpunk.tv. Wir freuen uns auf mehr Inhalt, mehr Content von dir und vielleicht hören wir uns hier auch mal wieder zum Teil 2. Ja, Ruben, das Teil 3 wird quasi. Teil 3 und Teil 4, auf Ja. jeden Fall. Hey, Ruben, ich freue mich drauf. Dir alles Gute weiter für den Podcast. Und ja, ich hoffe, die Hörer konnten was mithören. Und man sieht sich, trifft sich, ob online oder live. Werden Ciao, uns ciao. sehen. Ciao, ciao, Health Punk. Bye. Ja. Tschüss an die Zuhörer.